So wie Sie wissen, bauen wir bei Linsenjacht 70 Neuboote im Jahr. Dabei verkaufen wir auch noch mal 20 bis 25 Gebrauchtboote. Es gibt dabei Projekte, die auch auf uns als Projektbegleiter einen riesen Eindruck machen. Diese junggebrauchte 500 AC Variotop aus 2020 möchte ich Ihnen heute gerne vorstellen. Mein Name ist Mauri Sleugels und willkommen auf der Linsenwerft. So, wir fangen jetzt mal an auf dem Spiegel auf dem Heck vom Boot, wo natürlich ein paar Eigenschaften auch eingebaut sind, die auch sehr gut zu schätzen sind beim Seegang oder beim Einsetzen in Häfen, die direkt am offenen Meer verbunden sind. Wir haben hier natürlich eine Mooringwinche. Dieses Boot wiegt 31 Tonnen. Und es ist natürlich schön, wenn ich mit einer elektrischen Mooringwinche ganz einfach durch Fußpedal zu bedienen das Boot durch der Landleine an der Seite ziehen kann. Was weiter noch ist, ist schwierig zu sehen, aber wir fügen ein Bild im Video ein. Hier ist eine hydraulische Passerella. Die schiebt hier aus dieser Treppe raus und hat einen Hub von 3 Meter. Also bewegt sich Richtung im Land, kann mit Fernbedienung hoch runter gebracht werden. Ist auch ein Handgelenk, was automatisch ausklappt. Hier sehen wir alle Anschlüsse für Landstrom, City Water, also all diese Verbindungen. Gehen wir weiter hier auf hydraulische Badeplattform, sehen wir hier eine Rettungsinsel, gut für, geeignet für 6 Personen. Natürlich wird die auch geprüft ausgeliefert. Dann haben wir hier auch eine Handsicherung, eine Edelstahl-Reling für einen sicheren Lauf hier auf diese hydraulische Badeplattform. Und im Ausstellungsraum haben wir nicht das Beiboot drauf montiert, aber hier liegt normalerweise eine Pirelli mit einem 80 PS Waterjet Motor drauf. Diese Badeplattform lässt sich durch Fernbedienung mit der Hand absenken. So haben Sie es auch in anderen Videos gesehen. Ich gehe dadurch bis meine Knie im Wasser. Nehmen Sie jetzt mal mit nach der Innenseite vom Wurf und können da auch mal sehen, welche besondere hochseetaugliche Eigenschaften dieses Boot bietet. So, jetzt kommen wir hier auf dem Achterdeck. Man sieht, es ist geschlossen durch eine schöne Persenning. Diesen Tisch ist in Hochglanz lackiert. Der Eigner möchte das gerne durch Glasplatten geschützt haben. Sehen Sie auch bei den anderen Tischen. Diesen Tisch ist elektrisch bewegbar, kann also komplett abgesenkt, werden die Polster mitgeliefert und damit habe ich eine riesig große Liegefläche. Die Persenning lasse ich ganz einfach abbauen und es gibt auch einen schönen Zugang hier zum Steuerhaus. Das Steuerhaus der Variotop, natürlich bekannt auch uns aus unseren anderen Videos. Ich werde das Variotop mal öffnen, dann sehen Sie auch, wie sich eigentlich das Boot in einer halben Minute komplett ändert im Layout. Wir haben hier 2 große 16 Zoll Plotter eingebaut. Dieses Boot hat unheimlich viele Kameratechnik an Bord, sowie einfach alle vorne an der Bug, thermische Kameras im Raum, aber auch eine thermische Kamera in der Mast, was ich Ihnen nachher zeigen werde, an der Außenseite, und es hat auch einfach Hinter- und Maschinenraumblick. Im Maschinenraum sind thermische Kameras, in der Mast ist thermische Kameras und vorne an der Bug habe ich eine normale Kamera drauf. Zweimotorig, wir haben die Bug- und Heckstrahler proportionell Drehzahl geregelt über den Generator. Und hier habe ich auch eine zweite UKW-Anlage, dass ich immer eine Handeinheit verfügbar habe. Ich habe meine Tillersteuerung, diesen elektrischen Sessel kennen Sie, wir gehen damit hoch und bringen die Haare im Wind. Das sind alles so die Standard-Variotop-Eigenschaften, die Sie bestimmt von unseren anderen Videos kennen. Aber hier möchte ich Ihnen mal mitnehmen durch die Änderungen, was dieser Kunde gerne für die Hochseetauglichkeit hat. Dann laufen wir nach unten. Dann sehen wir gleich, wenn ich auf Hochsee bin, habe ich Handgelenke. Ich brauche überall einen guten Griff und das ist in jedem Platz und jede Bewegung ist das durchdacht. Sogar im Salon habe ich ein ganz langes Handgelenk hier, auch wenn ich nach unten gehe, an jede Stelle. Und was Ihnen bestimmt auffällt, sind hier die Edelstahl-Relingen, damit alles auch hochwassersicher abgelagert werden kann. Sowie auch das Induktionskochfeld in der Küche, dass mir die Kessel nicht fliegen. Also es ist wirklich ein Boot, was bis in die Kleinigkeiten durchdacht ist. Luxus und Komfort ist natürlich auch wichtig. Damit nehme ich Sie gerne mit hinten in den Laufgang.
Außer der 130 Liter Kühlschrank in der Pantry hat dieses Boot nochmal 2x130 Liter hier in den Durchgang zur Achterkabine. Hat auch noch einen Gefrierschrank dabei und einen Weinklimaschrank. Und eins der schönen Dinge hier ist auch, er hat natürlich einen tollen Safe eingebaut. Ja, ein Tresor. Und manchmal lernt man auch von seinen Kunden. Dieser Kunde hat mir gelernt, fand ich sehr besonders. Es gibt eine Eiswürfelmaschine, die macht Eiswürfel, die ganz klar sind. Also das bedeutet, die Eiswürfel sehen Sie nicht in ein Glas Gin Tonic. Also ist eine sehr besondere Eiswürfelmaschine. Laufen wir weiter nach die Achterkabine. Es ist ein Reiseboot. Es ist sehr sicher auch ausgestattet. Die Rettungsinsel haben Sie gesehen. Ich erkläre Ihnen gleich mal alle Technik, die in der Mast installiert ist. Aber auch hier unter diese Bretter sind zwei extra Schrauben im Boot integriert, dass wenn Sie im Außenland sind oder auf einer Nordic-Tour, dass Sie nicht auch irgendwo neue Schrauben suchen müssen. Das Boot hat auch auf unterschiedlichen Stellen richtig eine Nachtbeleuchtung, wenn ich mal in der Nacht auch fahren will. Es ist ja auch alles mit Radar und AIS ausgestattet. Und wenn mein Kollege mal im Badezimmer reinläuft, sehen Sie auch, dieses Boot ist in Shell Grèche, ist es ausgeführt. Und da sehen Sie auch in dieser Marmorstruktur. Wir wollen da auch ein bisschen einen skandinavischen Eindruck wecken. Die Toilette ist eine ganz besondere Ausführung. Die hat erwärmtes Wasser, die hat eine Sitzheizung, hat eine Dusche und Trockner und alles ist temperaturgeregelt, sogar alles auch noch mit Fernbedienung geregelt. Also Sie sehen schon, dass hier an dieses Boot ist eigentlich nichts erspart. Ich möchte Sie gerne auch mitnehmen zu der Mast außen. Eine besondere auch Eigenschaft für Hochsee ist natürlich den Möhrer Wetterfax. Wenn mein Kollege noch jetzt rausläuft, wird er dies Ihnen nochmal zeigen auf der Kamera, aber das ist hier auch direkt integriert. Hier ist der Möhrer Wetterfax. Also auch wenn ich weit aus der Küste bin, dass ich immer meine Wetterinfos bekommen kann. Ja, jetzt sind wir angekommen bei dem Mast vom Boot. Sie sehen, wie sehr ausführlich die ausgestattet ist. Das verratet eigentlich schon genug. Es gibt hier auch eine wunderschöne Decksbeleuchtung. Also im Abend habe ich auch aus Sicherheit, finde ich, kann ich mich im Dunkel gut über dem Deck bewegen. Aber was ist alles an Steuertechnik und Spielereien in den Mast rein? So wie gesagt, ein Boot, was richtig von seetauglichen Ideen gebaut ist. Natürlich ganz einfach DVB T2, also digital Antennenempfang. Radio mit DAB+. Satellit, die Remerin ST45 für einen schönen Satellitempfang. Dann geht es über den Radar, das ist der Remerin mit Doppler Chirp. Dann haben wir ganz oben in der Mast haben wir eine Flair-Infrarotkamera. Die Infrarotkamera ist integriert in Remerin. Vielleicht wissen Sie, Flair und Remerin ist die gleiche Firma. Sie können das mit dem Finger über dem Fenster bewegen. Sie sehen zum Beispiel Mann über Bord, sehen Sie einen warmen Körper im Wasser liegen. In der Nacht, zwar schwarz-weiß Bild, aber Sie haben eine wunderbare Sicht. Es gibt auch Fälle, dass der Radar ein bisschen schwierig auszulesen ist. In diesen Situationen bietet der Infrarotkamera eine ideale Lösung, dass ich doch noch alles wunderbar sehen kann. Es gibt auch ein Windmesser und was dieser Kunde natürlich wollte, ist, wenn er die Mast legt, wenn er doch in ein Fahrrevier ist mit niedrigen Brücken und er muss die Mast legen, dann verliert er einen Teil seiner UKW-Funktion. Sie sehen, hinter auf dem Deck steht eine extra UKW-Antenne. Er wollte nicht der Kompasskoordinaten verlieren, nicht, dass wenn ich die Mast lege, dass Norden irgendwo anders ist. Es ist noch ein extra Kompass hinten auf der Brücke gebaut. Also das ist eigentlich eine extrem ausführliche Mast. Die lange Antenne an der Backbordseite sehen Sie, das ist wieder der Wetterfax, was wir gerade innen gesehen haben. Es gibt einen Lauthähler. Also der Captain kann vom Steuerstand aus mit seiner Crew reden. Ich kann von hier aus auch zurückreden. Es ist ein Mikro eingebaut und der Skipper kann am Steuerstand auch kommunizieren mit seiner Crew außen auf dem Deck. Dann gibt es noch ein WLAN, was eingebaut ist. Also eins der schönsten Masten, die man sich vorstellen kann. Wenn wir weiter gucken hier an der Außenausstattung, habe ich natürlich ein Voltigdeck.
Nicht nur hinten, nicht nur auf die Laufgänge, aber auch auf dem Kajütendeck ist Teak ausgestattet. Es ist natürlich wunderschön, um hier barfuß dich auf zu bewegen. Es ist eine tolle Ausstrahlung, aber unterschätzen Sie auch nicht, Teak hat einen tollen Isolationswert, wenn ich in die kalte Reviere fahre. Das ist, finde ich, auch wieder eine gute Eigenschaft. Auch hier sehen Sie Treppen nach dem Salondeck. Die Buchteil ist natürlich schön, wenn ich in die skandinavischen Gebiete fahren will, dann muss ich auch noch mal hier am Bug raus. Ich habe es jetzt hier nicht auf dem Video dabei, aber das Boot ist ausgestattet mit einer Bugleiter, die hier einfach eingehängt wird. Sogar in die skandinavischen Gebiete, wenn ich Bug erst reinfahren muss, kann ich da einfach auf dem Land kommen. Und die Ankerwinde ist natürlich besonders, weil ich hier eine Fußbedienung habe, um meinen Anker hoch runter zu bedienen, aber auch hier die Wasserspülung. Also wenn ich dann die Kette reinhole, kann ich während dem Reinholen hier mit Bordwasser die Kette sauber spülen. Dieses Boot hat 100 Meter Edelstahlkette. Das ist natürlich genial, wenn ich 100 Meter habe, dass es sich kein Turm baut. Also diese galvanisierten Ketten haben das Problem. Wenn ich zu lange bilde, ist ein Turm. Durch diese Edelstahlkonstruktion ist die Oberfläche sehr flach und fließt es wie Wasser aus in die Kettenbehalter. Also auch hier Edelstahlschütze. Wenn ich irgendwo an der Küste liege und dass mich die Leinen nicht über den Lack scheuren, also richtig alles ist wunderbar geschützt. Boje anlegen. Im Allen, Sie spüren schon, ich werde sehr romantisch über die Technologie von dieses Boot. Ein tolles Projekt und jemand, der richtig Oothochsee und gar einfach die Innengewässer fahren will, eine tolle Lösung. Also diese jung gebrauchte Linsen Varitop können Sie sich gerne bei uns im Ausstellungsraum angucken. Wie noch eine letzte Erklärung über die Möglichkeiten der Auslieferung. Natürlich fertigen wir Neujachten, aber wir verkaufen auch, so wie gesagt, 20-25 Gebrauchtjachten im Jahr. Der Verkauf der Gebrauchtjachten sind eigentlich in drei Richtungen, drei Lösungsmöglichkeiten bei Linsen. Eine Yacht, die wir in Zahlung genommen haben, die verkaufen wir als Collection, also eine Linsen Collection. Das bedeutet mit ein Jahr Werftgarantie. Das sind in der Regel Yachten von 0 bis 5 Jahre alt. Dann gibt es noch eine zweite Stufe, das sind die Yachten von 5 bis 12 Jahre alt. Das sind die pre-owned, also ein bisschen mehr benutzt, aber trotzdem durchlaufen die das gleiche Programm. Das heißt also alle pre-owned. Trotzdem geben wir da auch wieder 3 Monate Werftgarantie drauf. Dann haben wir noch eine dritte Stufe, das ist, wo diese Yacht sich in befindet. Das heißt brokerisch. Das sind also Yachten, die Sie kaufen von einem Eigner. Linsenjacht vermittelt darin, aber wir sind da nicht wie ein Makler. Es ist natürlich so, dass wenn ein Kunde hier seine Yacht in Vermittlung geben will, wollen wir den neuen Eigner, wollen wir die nahezu neue Erfahrung geben. Also eigentlich ziehen wir da im Auslieferprogramm keinen Unterschied. Das bedeutet, er wird noch viel investiert. Ob eine Yacht von dieser, von 2, 3 Jahre alt, ist natürlich wenig Arbeit. Aber Sie können sich vorstellen, dass Sie als Eigner eine gewisse Sicherheit bekommen, wenn Sie eine Gebrauchtjacht hier bei Linsen kaufen. Egal, ob es jetzt Collection, pre-owned oder Brokerages. Um ihn mal darauf mitzunehmen, was machen wir dann als Werft hier? Und natürlich wird erstmal Inspektion der Maschinen gemacht. Alle Betriebsmittel wie Öl, Kühlflüssigkeit, wird hier auch, jeder Boot bekommt seinen Service. Inspektion der Heizunganlage, Inspektion von die komplette Stromanlage, alle elektrische Teile werden geprüft. Und es ist auch so, dass wir als Unterwasserschiff, wir bauen eine komplett neue Antifouling auf, machen die Anoden neu, die Opferanoden, bezüglich fahren wir vom neuen Eigner. Es sind auch die Intensivreinigung von alle Teak und Persenningen. Persenning wird abgebaut, weggebracht, wird auch imprägniert und tief gereinigt. Professionell entkalken, waschen, polieren von der Rumpf, damit sie auch wirklich wie neu aussieht. Im Ausstellungsraum bei uns sieht man auch oft, dass die Kunden gar nicht die Idee haben, ist das ein Gebrauchtboot? Ja, aber das ist die Arbeit, die wir leisten vor Auslieferung. Dann ist es auch die Polster, die Matratzen, die Gardinen, alles wird runtergenommen und weggeschickt und gereinigt. Gibt es einen Lackschäden, dann werden wir den auch reparieren. Es ist so, dass vor Ablieferung wird auch der komplette Bordsatz wird komplett gemacht und sogar einen halbvollen Dieseltank, auch besonders in diesen Zeiten.
Dann wollen sie noch ihre Yacht beschriften lassen. Sie wollen die UKW einprogrammieren lassen, den Heimhafen. Beschriftung diskutieren wir auch mit Kunden. Wollen sie die Versicherung? Da begleiten wir gerne. Welche Versicherung suchen sie? Für welche fahren wir? Also wir haben da einen Schatz an Kenntnisse und Informationen, wo wir sie eben begleiten. Und dann kommt es zum Auslieferprotokoll. Und da machen wir absolut keinen Unterschied, ob es jetzt eine Neujacht ist, eine Collection, eine Pre-Owned oder eine Brokerage. Das Auslieferprogramm ist für jeden Kunde gleich. Wir wollen auch die Kunden, die eine etwas ältere Gebrauchtjacht oder so wie hier eine Vermittlung, ein zweitägiges Programm. Von der Anker bis am Heck wird alles an ihn erklärt. Jeden Knopf, jede Position, die Sicherungen, die Borddokumentation. Aber auch geben wir die neuen Kunden eine Schulung über, wie wir das Maritimgefühl sehen. Wie geht man um mit Bordwasser, mit Schwarzwasser, Batteriemanagement. Also es ist richtig eine zwei Tage sehr intensive Schulung, damit der Anfang einfach super ist. So wie gesagt, dieses wunderschöne 500 AC Variotop von 2020 ist in Vermittlung. Der Eigner ist schon in einem sehr hohen, respektablen Alter, dass er sagt, ich gehe nicht mehr so auf dem Hochsee hinaus. Und momentan spezifizieren für ihn eine Sedan, niedrige Fahrweste, dass er da in andere Gewässer reingehen kann. Ich und meine Kollegen, wir laden ihn sehr gerne ein, um diese einzigartige 500 AC Variotop in Masbach zu besuchen.